Sehr verehrte Damen und Herren, sehr herzlich begrüße ich Sie zu diesem Konzert am 10. Todestag von Dietrich Fischer-Dieskau. Mit großer Dankbarkeit erinnere ich die Meisterklassen, die Dietrich Fischer-Dieskau und Julia Varadi an unserer Hochschule gaben. Und bis heute verehren und erinnern unsere Studierenden Julia Varadi, die danach eine gute Zeit lang Dozentin an unserer Hochschule war. Künstlerische Impulse unseren Studierenden zu geben, ihnen internationale Maßstäbe zu vermitteln, war mir als Rektor immer ein großes Anliegen. So konnte ich neben Dietrich Fischer-Dieskau und Julia Varadi auch Persönlichkeiten wie Eduard Brunner, Peter Buck, Ralf Gottoni, Hans Zender gewinnen. Solche Engagements haben uns allen gut getan, haben den Blick geweitet und vielerlei Chancen gemehrt. Sehr verehrte Damen und Herren, gestern, vor 10 Jahren, stand ich am Sterbelager von Dietrich Fischer-Dieskau, der mir 11 Jahre lang ein wunderbarer Partner auf den Konzertpodien der Welt war, mit dem ich als Freund auf unseren Konzertreisen viele Museen besuchte, mit dem ich vierhändig Klavier spielte, mit dem ich im Botanischen Garten von Edinburgh auf der grünen Wiese lag. Im Angesicht seines Sterbens habe ich mich unaussprechbar hilflos gefühlt. Am Morgen danach, am heutigen 18. Mai, erfuhr ich in Zürich, dass er gestorben war. Bei seiner Beerdigung begegneten Thomas Hampson und ich uns wieder einmal, nachdem Mitsuo Shirai, er und ich, in Wien und in Frankfurt gemeinsam zu Ehren von Elisabeth Schwarzkopf musiziert hatten. Das Abschiedswort von Thomas war: Nun liegt es an uns. Dietrich Fischer-Dieskau hat weltweit unvergleichliche Maßstäbe gesetzt. Er sang nicht nur, er schrieb, malte, er dirigierte. Und immer stand er mit seiner ganzen Persönlichkeit vollkommen im Zentrum des Werks. Er fühlte, er lebte und erfüllte alles mit seiner ganzen Persönlichkeit, seinem genialen intellektuellen Zugriff, seiner meisterhaft kontrollierten Spontaneität. Und so sind wir heute Abend zusammen, haben gemeinsam ein Programm erstellt, das vor allem jungen Sängerinnen und Sängern eine Chance gibt. Denn wir alle können uns glücklich schätzen, dass das Lied, dass Sensibilität, dass Emotionen eine Zukunft haben, dass die junge Generation dies alles weiterträgt. Marie Seidler kam zum Team der Karlsruher Liedklasse von Shira Höll als Gast hinzu, ebenso gefördert von Thomas Hampson im Rahmen des Heidelberger Frühlings wie Johann Zunn. Christiane Libor wurde im Unterricht von Dietrich Fischer-Dieskau gefördert und ist heute nun selbst eine großartige Dozentin an unserem Haus. Auch Thomas Hampson ist unserer Hochschule eng verbunden. Ihm verdanken wir die einzigartige Horst-Günther-Bibliothek mit rund 3000 Bänden aus 4 Jahrhunderten, die künftig die Mitte eines Gesangszentrums für Praxis und Forschung bilden wird. Lieber Thomas, großen Dank für diese Bibliothek, überhaupt Dank, dass du heute bei uns bist. Und damit komme ich mit großer Freude zu einem besonderen Thema, denn der Senat hat dir vor langer, langer Zeit bereits die Ehrenprofessur, die Honorarprofessur verliehen, und dann kam Corona und dann ging gar nichts mehr. Und deswegen ergreife ich ganz schnell die Gelegenheit, dir heute diese Urkunde endlich auszuhändigen und bitte dich aufs Podium. Ich muss ja noch vorlesen, damit er weiß, was auf ihn zukommt.
Hochschule für Musik Karlsruhe, University of Music, Urkunde. Ich verleihe Herrn Kammersänger Thomas Hampson für die Dauer der Zugehörigkeit zum Lehrkörper der Hochschule für Musik Karlsruhe die Bezeichnung Honorarprofessor, das heißt Professor Karlsruhe. Das Datum sage ich besser nicht. Es ist lange, lange her. Aber ich bin so glücklich, dass wir doch aus der Corona-Zeit rauskommen, dass es sogar in der Pause des Konzertes wieder Wein gibt. Finde ich ganz toll. Bitte schön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist wirklich schön, wieder hier zu sein. Wir haben ein bisschen gescherzt über diese Urkunde, über die Zeit, denn Corona hat natürlich alles verzögert und wir haben schon einiges geplant, aber endlich kommen wir wieder im Schwung, auch mit unserer Bibliothek. Und die Fortsetzung einfach, diese wunderbare junge Künstler und Künstlerinnen hier in Karlsruhe zu unterstützen. Ich bin gerührt, geehrt, dankbar und schweigend. Ja, damit ist die Hochschule für Musik Karlsruhe geehrt. Thomas Hampson gehört jetzt zum Team. Und wir haben heute Nachmittag über vieles gesprochen, was wir gemeinsam für die nächsten Monate und Jahre angehen werden. Ich freue mich darauf. Sehr verehrte Damen und Herren, lassen Sie mich schließen mit einem sehr besonderen Gedicht von Stefan George, das Anton Webern als letztes in seinem Opus 12 wunderbar vertont hat, das mir immer ein sehr persönliches war. Mit Dietrich Fischer-Dieskau habe ich es wenige Tage nach dem Tod meines Vaters bei den Salzburger Festspielen musiziert. So ich traurig bin, weiß ich nur ein Ding. Ich denke mich bei dir und singe dir ein Lied. Fast vernehm ich dann deiner Stimme Klang, ferne singt sie nach und minder wird mein Gram. Und nun singen und musizieren wir für ihn, für Dietrich Fischer-Dieskau, ganz in Gedanken bei dir und für dich, lieber Dieter, ich danke Ihnen. So schön, sie müssen so bald verheilen.
so bald, alle dreien, wandelt sich früh in bitterer Zeit. Ach, wie so bald im Traum scheiden, wandelt sich alle die Fröhlichkeit. Bald sind die letzten Kleine verflogen, bald sind die letzten Seiler gezogen. Bald ist das letzte Leid, alles verloren, alles hin, alles verloren, ein Verziehen. Bald ist das letzte Grüne. Alle sie wollen heimversehen. Ach, wie so bald, alle drein, wandelt sich Lust in jenen Zeit. Ward ihre Traum, ihr Lebensgedanke, süß wie der Lenz und schnell verweht. Süß wie der Lenz und schnell verweht. Eines, nur eines will nimmer weit.
Es steht im Programm Thomas Hampson Gedanken. Oh je. Ein bisschen gefährlich für einen Sänger, sowas zu sagen. Ich wollte nur kurz anschließen in diese Verehrung und Erinnerung der große Meister in jeder Hinsicht, Dietrich Fischer-Dieskau. Und vielleicht ein bisschen persönlich ein paar persönliche Geschichten erzählen. Es ist schwer zu glauben, dass ich hier stehe. Genau 40 Jahre her ist mein deutsches Bühnenjubiläum in Düsseldorf gewesen. Herbst 81 fing ich an als ehrgeiziger junge lyrische Bariton. Schon lang vorher war meine Leidenschaft durch meine Hauptlehrerin bevor den Horst Günther eine Nonne, die mit Lotte Lehmann studiert hat und Charles Panzera. Und ich kann mich genau an meine erste Unterrichtsstunde mit ihr erinnern, wo wir dies und jenes bearbeitet haben. Und sie sagte, ja, du bist ein gewisses Naturtalent, aber ohne zu wissen, was Natur heißt, ist es zwecklos. Und da fingen wir an. Und dann am Schluss hat sie gesagt, naja, ich meine,
du hast ein bisschen Deutsch studiert in Hochschule, unsere Highschool. Ich sagte, ja, musste, weil unsere Englischlehrerin war Deutsche. So war es halt. Und wenn man in den obersten Stufe von Englischunterricht, musste man nebenbei auch eine Fremdsprache lernen. Hätte man Französisch oder Deutsch, aber eben die Politik ist vorhanden, habe ich dann Deutsch. Aber ich habe immer die deutsche Sprache sehr, sehr gern gehabt. Und aber diese Gesangsunterricht, hat sie gesagt, naja, weißt du, dass eigentlich deutsche Gedicht vertont würde? So, na, das gibt es ja gar nicht. Ja, ja, doch, doch, ich meine, du kennst doch Schubert oder Schumann. Ja, Begriff schon. Sie müssen verstehen, ich komme von einer ganz anderen Ecke der Welt. Ich komme von der ganz Nordwestseite Amerika. Mein Familienabstand ist Midwest. Es gibt keine klassische Tradition in meiner Familie. Ich wollte singen lernen, weil ich sehr gern gesungen habe. Ich komme von einer durchaus musikalischen Familie, aber eher Broadway oder leichte Muse, natürlich auch symphonische Werke. Meine nächstälteste Schwester ist auch eine Musikerin. Aber mit Gedichte und vor allem deutsche Sprache oder deutsche Kultur habe ich überhaupt nicht anfangen können. Ich war 18 Jahre alt, als ich meine erste Liederabend auf einer Platte gehört habe. Und das war Fischer Disco. Und ich war völlig weg. So etwas hatte ich nie gehört. Und ich habe sofort, das war die gute alte Zeit mit LPs. Ein LP, die schönste von der LP, war der Rückseite. Jetzt sind diese kleinen Büchel, ich muss eine, das ist so schwer zu lesen, aber LPs, die Schallplatten, haben immer einfach so einen Begleittext gehabt. Und ich habe so wahnsinnig viel gelernt in meiner großen Sammlung. Und ich habe natürlich dann leidenschaftlich alles den Fischer Disco nachgefolgt und zu schauen, was es ist. Den Fischer Disco, Buch der Lieder, war eine gewisse Bibel für fremdsprachige, englischsprachige Menschen. Unwahrscheinlich, dieses Buch, all diese deutsche Gedichte, dastehend auf Deutsch und Englisch. Ich habe das von Cover zu Cover gelesen. Ich wollte nie klingen wie Fischer Disco. Ich wollte singen, wie er gesungen hat. Ich wollte wissen, warum er wusste, was er wusste. Da bin ich auf eine unwahrscheinliche Familiengeschichte, das ich erspare heute Abend. Wir machen ein bisschen fast forward. Ich bin jetzt in Düsseldorf engagiert als junger Künstler, junger Bariton. Habe ich gar nicht gewusst, was der Opernwelt wirklich hieß, aber wusste das nach ein paar gewonnenen Wettbewerben und ein paar Auftritte in Amerika, dass, naja, wenn das ernsthaft sein soll in meinem Leben, ein Opernsänger zu werden, muss ich nach Europa kommen und schauen, was das alles ist. Und ich bin dann so in Düsseldorf angefangen, wie ich sagte, im Herbst 81. Übrigens, meine allererste Rolle war eine gesprochene Rolle. Mein Debüt im deutschsprachigen Raum war Gendarme in Le Mamelle de Theresias von Poulenc. Ich kam auf der Bühne, gaffte das Publikum an, einen leeren Stuhl auf der Bühne und dann noch einmal sagte, hier riecht es nach Verbrechen. Diesen Satz habe ich etwa 500 Mal probiert, auswendig. Und alle Kollegen natürlich damit beschäftigt. Ich war wahnsinnig nervös, aber ich überstand. Gut, weiter ging es. Dann habe ich einen Anruf von meinem Agent bekommen und jetzt komme ich zum echten Geschichte und dann höre ich auf, weil ich könnte sehr viel Geschichte erzählen, das tue ich nicht. Aber einer, der, ich glaube, wirklich den Fischer Disco als Mensch trifft, bekam ich einen Anruf, dass ein Projekt von Schönbergs Jakobs Leiter in Berlin, in der Philharmonie, sogar mit der Deutsche, mit der Berliner Philharmoniker geplant wurde, mit Bernhard Klee, und das ist alles, würde ich die Rolle der Auserwählte, heißt er, annehmen. Ich habe dann gesagt, ohne zu wissen, ohne zu schauen, ohne zu irgendwas, wie man ist mit 26, sofort. Dann habe ich versucht, die Noten zu bestellen. Es war sündenhaft teuer. So, ich habe dann von der Bibliothek in Düsseldorf ausgecheckt.
und einfach geöffnet, riesige Ding. Schwerste Musik, das ich je in meinem Leben angeschaut habe. Dieses Sprechgesang und atonal und alles, das gibt es ja gar nicht. Ich habe wie ein Verrückter einfach gearbeitet. Bin ich nach Berlin, mein erster Flug nach Berlin war das damals, geflogen. Großstadt einfach so, kam ich dann zur Probe auf der Bühne der Berliner Philharmonik, der große Philharmoniesaal. Machte die Schuhe schon auf und ich ging einfach, natürlich war ich früh, zu früh. Und da saß auf der Bühne eine unverkennbare Persönlichkeit, ein enormer Mentor, Idol meines, Dietrich Fischer-Dieskau. Herz gestoppt, Hosen voll. Na, er saß da und hat gesummt in der Partitur. So. Und ich habe bloß gesagt, was macht er da? Was glaubst du? Er singt Gabriel. So, ja, okay, wunderbar. Bin ich einfach ganz schüchtern und demütig reingegangen. Meister Thomas Hermsen heiße ich und ist eine große Ehre auf der Bühne. Hat mich eine sehr komische Handschüttel gegeben. Hat die Hand einfach geschüttelt und hat mich hier angegriffen. Und wir haben so verbrüdelt so. Ich habe überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, es ist ein Code unter Baritons oder ein deutscher Art der Handschüttel. Ich wusste gar nicht. Es kommt vor eine unwahrscheinliche Panik, Bakterien. Und er hat einfach verweigert, überhaupt der Hand zu geben. Immer wieder, nicht immer, aber auf jeden Fall ist er wurscht. Dann saß ich hin, dann hat der Probe angefangen. Gott sei Dank war ich gut vorbereitet. Dann kommt in Episoden. Da stand ich auf und habe mein Zeugs niedergebrüllt und versucht, ordentlich zu sein. Der Dirigent war immer so. So. Und merkte ich da, der Meister saß da und hat mich so angeschaut, was mich unwahrscheinlich nervös gemacht hat. Nichts gesagt. Gut, Probe sind vorbei. Ist es dann, dazu muss ich jetzt, verstehe ich, dass eigentlich die große Besetzung, der Gerhard Stolzer war da, der Fischer-Dieskau, ich vergesse alle anderen, da war, und die haben das Ding mehr oder minder von Blatt bei der ersten Probe gearbeitet und die haben untereinander so gescherzt und immer wieder, wo es schief gegangen ist, hat er noch lauter gemacht, ja, mit den Schönberg und es war schon aufregend, aber na, und dann kamen wir zur Generalprobe und der große Meister hat mich nach der großen Wahrheit halt einfach so. Ich war beflügelt natürlich. Und wir haben dann die drei Vorstellungen gemacht. Wir haben derselbe Garderobe gehabt, geteilt. Er kam relativ spät, zügig rein, zack's runter, Auszug auf der Bühne, gesungen. Bei der allerersten Abend, nach in der Applaus, was ordentlich war für so ein Stück, standen wir alle zusammen und der Fischer-Dieskau fand sich, musste es Absicht gewesen sein, zu meiner Seite. Und ich war, ne, wir haben alle verbeugt und auf einmal spüre ich eine riesige Pfote, tschaff, auf meine Schulter. Und ich habe dann so geschaut und wir haben alle zusammen, es war, ob er gesagt hat, der kann was. Ich war noch weiter beflügelt. Wir kamen zu Ende dieser Reihe der Vorstellungen, bin zu ihm gegangen, Meister, es ist eine unwahrscheinliche Ehre gewesen, ich kann nur hoffen, dass jemals wieder begegnet zu sein und vielleicht einmal zu sagen, was man halt sagt. Ne? Und jetzt kommt es. Er hat gesagt, Junge, du hast gut gemacht, du kannst es, du bist ein Sänger. Dann nahm er meine Hand in die Hand. Sah mir zu ihm an und sagte, pass mal auf, Junge, es geht alles so schnell vorbei. Er war etwa in der Zeit 2 oder 3 Jahre jünger, als ich hier heute Abend stehe. Es hat mich sehr erschüttert, aber offenbar habe ich nie vergessen. Und wenn ich mit meinen jungen Kollegen arbeite, manchmal möchte ich das auch sagen, aber vor allem zur Verfügung stehen, wie der Fischer-Dieskau uns alle immer zur Verfügung gestanden war. Es ist nicht möglich zu artikulieren, der Einfluss, der man hatte auf der Gesangwelt im 20. Jahrhundert,
Es ist möglich, aber dauert wesentlich zu lang, seine Diskografie und Biografie zu erzählen. Sie werden schon einige Details später hören. Er war ein großer Mann, große Gedanken, große Präsenz, wusste genau, welche Verantwortung er trägte. Imponierend war er. Aber ich bin schon in die späteren Jahre seines Lebens in seinen Kreis gewesen, dürfte Dieter zu ihm sagen, was die schwersten Worte über meine Lippen waren da dieser Zeit. Als ich die Lead Academy gegründet habe in Heidelberg, habe ich ihm gebeten, mitzukommen als Mitdozent, hatte zugeschlagen, auch die Julia. Letzter Moment, als öfters war in der Zeit, ist er erkrankt und konnte nicht kommen. Hat gesagt, Thomas, du weißt, ich kann nicht immer wieder aufstehen und da hinaufgehen und arbeiten, das kann ich nicht mehr. Er sagt, Dieter, das brauchst du gar nicht. Du sitzt da, sag, was du willst, ich gehe hinauf und mit ihnen zurück. Es wird sehr vieles über ihn gesagt. Aber ich habe alles geglaubt. Ich habe seine Seele geglaubt, ich habe seine Intelligenz geglaubt und ich glaube es nach wie vor. Er hat schon irrsinnig geschafft, dass manchmal fast verspottet wird, weil es so viel war. Ungerecht. Er hat wirklich die Kunst in ihm strahlen lassen. Und das letzte Wort ist 18. Mai, nicht nur der 10. Todestag von Fischer-Dieskau, es ist heute die etwa 112. Todestag von Gustav Mahler. Und der Gustav Mahler hat gesagt, am Ende ist es eigentlich festzustellen, dass der Mensch eigentlich nur ein Instrument ist, auf welche der Universum spielt. Das war Fischer-Dieskau. Danke. Singt die Nacht, ist lau, die stillen Wolken fallen. Da denkt an mich, zu seiner Frau, noch sucht er eine andere. Ade, ihr Landsknecht, Musketier, mit Sinn auf jedem Russe, das bäumt und überschlägt sich hier, wo Menschenwesen schlossen. Der Wassermann bei Blitzeschein taucht auf den dunklen Nächten, der heilige Schnappt, der milde Schrein. Das ist ein lustig Fechten. Schickst eine Sinnflut wieder. Fällt wie bereite Musketier, sie müsse alles auf, der Wein mit frischem Winde im Paradies eilen.
Zwei blauen Augen vor meinen Schatz, die haben mich in die weite Welt geschickt. Da muss ich Abschied nehmen von
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde von Dietrich Fischer-Dieskau und liebe Julia, die du jetzt in Gedanken bei uns bist, leider nicht hier in Präsenz sein kannst, wenn du das irgendwann nachhörst oder jetzt wirklich live an uns denkst. Wir schließen dich ein. Wir ehren heute deinen Dieter, den großen Dietrich Fischer-Dieskau. Aber wir wollen das nicht tun, indem wir ihn auf einen Sockel heben. Das hätte er selbst nicht gewollt oder bestenfalls als anstrengend empfunden. Statt einfach posthum zu loben oder hagiografisch zu werden, wollen wir gerade hier an einer Hochschule fragen, was wir heute noch von ihm lernen können. Deshalb habe ich meinen kurzen Vortrag überschrieben mit Zeitgenosse der Zukunft. Der Untertitel, der kann gar nicht gedruckt sein, weil er so spät kam von mir, der heißt, warum Dietrich Fischer-Dieskaus Kunst nicht altert. Denn merkwürdig ist das ja schon. Wenn man heute Aufnahmen hört von Sängerinnen und Sängern, die nur wenige Jahre älter waren als er, dann wirken diese Aufnahmen oft für uns wie aus einer anderen Welt. Man hört gewissermaßen eine historische Patina mit, ob man will oder nicht. Bei Fischer-Dieskau ist das nicht so. Seine frühen Aufnahmen und, wie ich persönlich finde, auch seine sehr späten Aufnahmen, bei denen Hartmut Höll in seiner hellsichtigen und hellhörigen Art und Weise begleitet, diese Aufnahmen klingen frisch und heutig. Warum ist das so? Dem will ich also in der gebotenen Knappheit nachgehen und diese Gedanken sind von Dankbarkeit getragen, dass ich Fischer-Dieskau über 2,5 Jahrzehnte als Lehrer und eben auch als Mensch begegnen durfte. Hartmut hat mir dafür 15 Minuten eingeräumt und ich werde versuchen, mich daran zu halten. Meine Damen und Herren, in seiner fragmentgebliebenen Theorie der musikalischen Interpretation betont Theodor Adorno die, Zitat, Bedürftigkeit des Werkes und der Interpretation nacheinander. Das eine kann nicht ohne das andere sein. Und Adorno sagt, der Bezug zwischen Aufführung und Partitur könne sich nur im geschichtlichen Kontext entfalten. Zitat, das Kraftfeld, in welchem die Interpretation die Musik je zu bestimmen hat, ist immer zugleich das Geschichtliche, die Dialektik von Besonderem und Allgemeinem. Das klingt einleuchtend und es hilft uns bei der Annäherung an die Alterslosigkeit von Fischer-Dieskaus Kunst. Es heißt ja immer, der junge Fischer-Dieskau sei wie ein Komet aus der Nachkriegszeit aufgestiegen und habe etwas völlig Neues verkörpert. Er war sozusagen der Orpheus eines neuen, selbstreflexiven, selbstkritischen Deutschland nach einer Zeit des Nationalsozialismus. Eine Stimme, die eben nicht nur frisch und ausdrucksstark klang, sondern auf eine neue, ungewohnte Weise authentisch war. Und das heißt auch unkorrumpiert. Eine Stimme quasi von integrer, visionärer Kraft. Das ist der allgemeine, sehr oft beschriebene Aspekt. Seien wir genauer. Fragen wir genau zuhörend und mit Blick in die Noten. Was machte Fischer-Dieskau denn musikalisch und konkret anders als die arrivierten Liedersänger vor ihm, die es ja durchaus gab, nicht erst seit dem großen Julius Stockhausen, dem Brahms-Freund, auch in der Vatergeneration von Fischer-Dieskau gab es bedeutende Liedersängerinnen und Liedersänger. Was machte er anders? Im Vergleich mit seinem Baritonkollegen Heinrich Schlussnuss lässt sich das nachhören. Auch Schlussnuss lebte, Sie wissen das, in Berlin. Schlussnuss war zu seiner Zeit, wie Fischer-Dieskau später, ein Plattenstar. Schlussnuss kam, wie Fischer-Dieskau später, dauernd im Radio. Und bleiben wir auch beim Lied, weil es sich da besonders deutlich nachvollziehen lässt. Heinrich Schlussnuss gönnte sich, wie viele Sängerinnen und Sänger seiner Zeit, extensive agogische Freiheiten, egal ob er Beethovens Adelaide sang oder ein Lied von Richard Strauss. Was heißt das?
wenn kadenzierende Wendungen sind, zum Beispiel, oder wenn kleine textintensive Notenwerte zu bewältigen sind, dann nimmt sich Schlusnus Zeit. Wenn er etwas hervorheben will, wird er langsamer. Weitgehend unverändert dagegen bleibt der Stimmklang und auch der Tonfall. Schlusnus definiert sich nicht über Schattierungen des Klangs, sondern er wahrt die Rundung seines wohlgeformten Timbres, das wunderschön war. Der Klang ändert sich wenig. Die Darbietung kommt aus einem erzählenden, tendenziell volksliedhaften Gestus. Das heißt, die Individualität des Ausführenden wird zwar durch diesen maximal ausgereizten Schönklang gegenwärtig gehalten, sie tritt aber gleichzeitig zurück zugunsten des Liedes als einem klingenden Allgemeingut. Kurz, der Notentext erscheint bei all dem lediglich diasthematisch, also von den Tonhöhen her verbindlich, sehr viel weniger von den rhythmischen und metrischen Einheiten. Da ist Schlusnus erstaunlich frei. In der Sprache der Kapellmeister heißt das, er komponiert. Bei Fischer-Dieskau läuft es nun interessanterweise genau andersherum. Dort, wo Schlusnus, ich sage es bewusst wertfrei, flexibel ist, hält sich Fischer-Dieskau geradezu sklavisch genau an das, was da geschrieben steht. Dort aber, wo der Schlusnus einheitlich bleibt, da setzt der Fidi, sage ich mal so, auf zupackende Flexibilität und formt die Stücke auf eine völlig andere und wirklich neue Art und Weise aus. Überformt werden sie dadurch nicht. Dafür klarer erkennbar in ihrer Anlage und Gesamtheit. Was sich innerhalb genau austarierter Tempoarchitektur in einem bis dahin unbekannten Maß verändert, das sind jetzt eben Klangfarbe und Phrasierung. Der Ausdruck wird musikalisch präzise im Kontext des Werkes verankert. Artikulation und Dynamik treten anstelle von Rubato und Portamento, wie das vorher üblich war. Man könnte sagen, das Lied wird entdeckt als eine Folge von sich wandelnden musikalischen Gedanken. In diesen Zusammenhang gehört auch, dass Fischer-Dieskau im Gegensatz zu seinen Vorgängerinnen und Vorgängern die Eigenlogik des Instruments Stimme grundsätzlich dem musikalischen Verlauf unterordnete. Das war seine Form von Disziplin und sein Zeichen tiefen Respekts gegenüber den Komponisten. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass Leises leise bleibt, auch wenn der musikalische Satz es ermöglicht, dass man vielleicht Mezzoforte singt oder gar Arios ausbricht und auch, wenn das sehr oft getan wird. Das heißt zum Beispiel, dass Spitzentöne keineswegs a priori Höhepunkte sind, sondern mitunter als Durchgangsnoten behandelt werden. Das heißt, dass rhythmische Präzision auch dann, wenn man mit ganz leichten Modifikationen schneller zur Wirkung kommen könnte, eben rhythmische Präzision bleibt. Fischer-Dieskaus Singen ist in einem weit größeren Maße musikalischen Fragen verpflichtet als jenen des Textes. Das wurde oft überhört, vielleicht weil es schwerer mit den Ohren zu greifen ist als diese ach so berühmten semantisch motivierten Klangvaleurs. Möglich wurde das alles, weil er stimmlich agiler und gedanklich schneller war als die Liedmeister vor ihm. Das ist der eine entscheidende Unterschied, das innere Tempo, ich möchte fast sagen, das mentale Tempo. Der andere Unterschied, Fischer-Dieskau durchleuchtete die Stücke radikal auf alle Parameter hin. Es würde jetzt naheliegen, Dichotomien aufzumachen zwischen Wort und Ton, zwischen Stimme und Klavier, das ist sehr oft geschehen. Aber solche Dichotomien fangen Fischer-Dieskaus Ansatz doch nur sehr bedingt ein. Es ist die Textur als Ganzes, auf die sein Singen sich einstellt und aus der es erst sein eigentlich Bezwingendes gewinnt. Solches Singen reißt ein Werk in all seinen Details an sich und liefert sich ihm im gleichen Moment restlos aus. Das war Fischer-Dieskaus Meisterschaft. Und darin ließ er übrigens auch seine Schüler teilhaben,
Genau dazu wollte er motivieren, und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man ihn oder seinen Klang oder seine Farben nachmachen sollte. In diesem Zugriff auf, ich sage es noch einmal, die Textur als Ganzes aber, dürfte auch die Modernität von Fischer-Dieskaus Singen liegen und die Resistenz gegen das Altern. Es ist ja interessant, dass Adornos Theorie, aus der ich zitiert habe, nicht zufällig zu einer Zeit entstand, als Fischer-Dieskau sich auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn und seiner Möglichkeiten befand. Adorno definiert Textur als, Zitat, das Verhältnis der Einzelmomente zueinander. Und er sagt, weil es immer diese Textur gibt, macht es keinen Sinn, die Nuance über den Sinn des Ganzen zu stellen. Und da wird Adorno fast polemisch, ich lese in den Satz vor, was man so musizieren nennt, ist im Allgemeinen nur Ich-Schwäche, das bloße sich überlassen an Instrument und Idiom. So Adorno. Das ist gut gesagt. Das benennt ziemlich genau das, was Fischer-Dieskau gerade nicht macht, sich nämlich dem Gesang oder dem Idiom so einfach überlassen, weil man vielleicht gerade so drauf ist oder weil man spontan sein möchte. Oder eben, weil man irgendein Detail wichtig findendes heraushebt, um sich selbst oder einen vermeintlichen Sinn herauszustellen. Die Textur ist etwas anderes. Wenn man bei seinem Singen genau zuhört, wirklich genau am Notentext, dann fällt der immer wieder nachgeplapperte Vorwurf, er würde den Text favorisieren und in Nuancen zerlegen, dieser Vorwurf fällt total in sich zusammen. Entscheidend ist dieses innere Tempo beim Musizieren, und durch permanente Perspektivwechsel passiert selbst im langsamsten Tempo ungeheuer viel. Und eben sehr viel mehr als beim Liedgesang vor Fischer-Dieskau. So entsteht ein auf neuartige Weise verbindliches Gefüge zwischen Singstimme und Klavier. Man könnte auch sagen, es entsteht Musik in einer neuartigen Dichte. Die Freiheit ist jetzt keine äußere mehr, im Hinblick auf Rhythmik, Metrik oder Agogik, wie noch bei Schlussnuss, sondern sie ist unter strengster Einhaltung der Textur eine innere. Freiheit und Disziplin gehören zusammen. Das hat Fischer-Dieskau als Musiker und als Mensch immer wieder vorgelebt und beides sozusagen miteinander verschmolzen. Dazu kommt noch etwas anderes. Fischer-Dieskau war ein Meister der inneren Bilder. Niemand konnte genau sagen, was er vor sich sah, wenn er in seinen Liederabenden in die Weite blickte oder in die Nähe. Aber alle haben gespürt, dass diese Blicke mit konkreter Anschauung und mit gelebtem Leben gespeist waren. Er stellte sich etwas vor. Und diese Vorstellung war so stark, so lebendig, dass sie bei den Hörern ebenfalls Vorstellungen auslöste. Das war seine Art, mit dem Publikum zu kommunizieren, ohne Posen, ohne Gefälligkeiten und auch in diesem Punkt ganz anders als seine Vorgängerinnen und Vorgänger. Gewiss, er war ein Hohepriester, aber er war dabei auch nackt, ein Mensch, der sich in seinem Erleben preisgab, ein Sänger, der, lassen Sie mich es so zusammenfassen, in jedem Ton persönlich blieb, aber nie privat wurde. Hier liegt, wie mir scheint, ein wichtiger Grund dafür, warum er seine Hörerinnen und Hörer über 40 Jahre lang hinweg faszinierte und durch seine Aufnahmen uns bis heute fasziniert. Meine Damen und Herren, wenn Sie mich fragen würden, welche Einsicht ich ganz besonders mitgenommen habe aus seinen Meisterkursen, aus den vielen Gesprächen für Radio, für Bücher, die wir im Laufe der Jahre hatten, dann wäre das neben all den Hinweisen zu musikalischen Details vor allem ein Satz. Und der lautet, das Ergebnis ist gar nicht so wichtig. Auf das Erleben im Angesicht der Anforderung kommt es an. Das gilt für alle künstlerische Tätigkeit, aber für das Singen, das von so vielen Imponderabilien abhängt, gilt es ganz besonders. Und es hilft, wenn man sich das zur Maxime macht, auf das Erleben im Angesicht der Anforderung kommt es an. Was man in seinem Unterricht lernen konnte,
Das Singen vielleicht eher weniger, aber das Hören. Was er zu gesangstechnischen Fragen sagte, war für viele verwirrend. Das Hören aber, das lernte man von Grund auf. Als Hineinhören in die Stücke, in ihren Tonfall, ihre spezifischen Details, auch des Klaviersatzes, als Hineinhören in die eigene Stimme, den eigenen Körper, die eigene Empfindung, die eigene Seele. Und natürlich war viel musikalisches Handwerk zu lernen. Wie lässt man eine Pause sprechen? Wie bringt man Absilben geschickt unter, wenn die Melodielinie diese Absilben kurioserweise gerade betont? Tausende solcher Details sind es, die den Gesang bestimmen. Nichts wäre naiver als der Hinweis, Fischer-Dieskau sei halt immer noch präsent, weil er so viele Aufnahmen hinterlassen hat. Nein, sein Erbe klingt längst im Singen der Nächsten und sogar schon der Enkelgeneration. Wir haben das heute in wunderbarer Weise gehört. Er war ja nicht einfach ein großer Sänger, das wäre schon viel. Nein, er hat das Singen, wie Thomas Hampson vorhin so treffend gesagt hat, er hat das Singen als Singen beeinflusst, das Bewusstsein vom Singen, auch wenn er das Sicherheit so nicht angestrebt hat. Fischer-Dieskau, die Schallplatte, das wäre ein eigenes Kapitel, auf das ich heute nicht eingehen kann. Sie wissen das vielleicht, er war ein passionierter Hörer von Platten, schon als er doch gar keine Platten aufnahm, als Kind. Und die Einspielungen, zum Beispiel des jungen Hans Hotter, hat er lebenslang bewundert und als Vorbild empfunden. So wie er überhaupt Kollegen schätzte, die ganz andere Stimmen hatten und ganz anders sangen als er. Gérard Sousset zum Beispiel oder auch Barry McDaniel, der lange zum Ensemble der Deutschen Oper Berlin gehörte, das waren Kollegen, von denen er mit größtem Respekt sprach. Er hörte jedoch zu Hause selten Opern oder Lieder, Vokalmusik, viel lieber Orchestermusik, Kammermusik. Er hörte die Werke und ihre Interpreten in dieser Reihenfolge. Und dann konnte er sich für Entlegenes von Enescu begeistern, für die einzige Symphonie von Chausson oder, was er sehr liebte, das S-Dur-Quintett von Anton Dvorak. Man möchte jedem, der an dieser Hochschule studiert, diese brennende Energie, diese Neugier, die so weit über das eigene Fach hinausgeht, wünschen. Meine Damen und Herren, man idolisiert Fischer-Dieskau keineswegs, wenn man behauptet, er war seiner Zeit voraus. Das betrifft sein inneres Tempo und seine inneren Freiheiten. Und das schloss nicht aus, dass er vielfach verankert war im 19. Jahrhundert, dessen Musik, dessen bürgerliche Ideale, dessen Bildungskanon und dessen Selbstsuche er verinnerlicht hatte. Er war als Künstler spontan bis zur Waghalsigkeit. Alle Pianisten, Hartmut eingeschlossen, alle Tonmeister, die mit ihm gearbeitet haben, bestätigen das. Und er war doch gleichzeitig auch skrupulös bis zur Selbstquälerei. Er hat in seinen letzten Lebensjahren, als er noch unterrichtet hat, die Noten immer wieder rausgenommen und gesagt, ich muss noch mal die Magellone studieren, ich kenne das nicht mehr, ich habe die Texte nicht mehr im Kopf, ich muss noch mal gucken, steht da Piano. Es ist dieselbe Skrupulosität, die er an sich selber angelegt hat und die er dann auch in seine Unterrichte hineingetragen hat. Er setzte nicht, wie man oft lesen kann, das romantische Kunstlied durch, sondern er zeigte unwiderruflich, dass dieses romantische Kunstlied erst dann zu leben beginnt, wenn man es nicht romantisiert. Er entdeckte eine Strawinsky-hafte Strenge bei Mahler und er sang Reimann mit einem an Bach geschultem Legato. Er fragte in seinen letzten Lebensjahren noch, ob die Form des Liederabends, wie er sie etabliert hatte, überhaupt im beginnenden 21. Jahrhundert noch zeitgemäß sei und ob es nicht andere gemischte Veranstaltungsformen gäbe, die dem Verständnis der Musik mehr nützen würden. Das heißt nicht weniger, als er benannte vor 15, 20 Jahren Dinge, die heute selbstverständlich sind. Wenn er konservativ war, dann im Sinne Arnold Schönbergs, der einmal gesagt hat, ich bin konservativ, ich bewahre den Fortschritt. In diesem Sinn war Fischer-Dieskau ein Zeitgenosse der Zukunft und deswegen hört seine Wirkung nicht auf. Ich danke Ihnen.
Mannes zur Predigt. Tische werden ledig, geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen mit den Schwänzen, im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Rogen sind alle bezogen, haben Mäule auf Rissen, sich zu Hirn befließen. Kein Predigt niemalen, den Fischen zu fallen. Schwitzgoschelte Hechte, die immer zu fechten, sind eilends erschwommen, zu hören den Frommen. Ach, schöne Phantasten, die immer zu fasten, die Stockfisch, ich meine, zur Predigt erscheinen. Kein Predigt niemals, den Stockfisch zu gefallen. Schildkröten, sonst langsam erboten, steigen eilig vom Grund zu Böse. Kein Predigt niemalen, den Krebsen zu gefallen, Fisch große, Fisch kleine, Vernehm und Gemeine, erhebe die Köpfe wie verständige Geschöpfe. Auf Gottes Begehren, die Predigt anhören. Die Predigt geendet, weil jeder sich fällt. Diebe, die alle viel lieben, die Fluchten gefallen, die Predigt hat gefallen, die Krebs gehen zurück, die Stockfische bleiben dick, die Karpfen viel fressen, die Predigt vergessen, vergessen. Die Predigt hat gefallen, sie bleiben wie alle, die Predigt hat gefallen, hat gefallen. Frei, wir tanzen sie geraten, sie rauschen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen, es bleiben dabei, bleiben dabei, die Gedanken sind frei. Im Sommer ist gut lustig sein, findet man den Plätzlein, mein Herz verliebt, Schätzlein von dir.
mich ein in finstere Kerne. Dies alles sind nur vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern und Zeilen, die Gedanken sind klein, die Gedanken sind frei. Im Sommer ist gut lustig sein und lustig sein auf hohen wilden Bergen. Man ist häufig ganz allein auf hohen wilden Bergen. Man hört da kein Kindergeschrei, kein Kindergeschrei. Einen da wehren, die Luft macht einen wehren. So sei's, wie es will, aber es ist schön, alles, alles sei in der Stille, nur alles in der Stille, alles in der Stille. Mein Wunsch und Begehren, niemand kann's nehmen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei. Mein Schatz, du singst so fröhlich hier, bis Vögelein im Grab. Thank you.
Thank you.